Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schalten um wieder von Kollokationen zu Idiomen. Ich spreche also über Kultursemiotik und Phraseologie. Das Ziel meines Beitrages ist die Betrachtung der Phraseologie, vor allen Dingen der Idiomatik, aus kultursemiotischer Perspektive. Als Ausgangspunkt kann dabei die Auseinandersetzung mit der traditionellen Einstufung der ganzen Idiomatik einer Sprache als kultursalient bzw. kulturell konnotiert dienen. Im Laufe vieler Jahre wurde in den Arbeiten, die sich mit der Phraseologie im Rahmen der herkömmlichen Sprachwissenschaft befassen, immer wieder behauptet, dass die Idiome national spezifische, das heißt idiosynkratische Einheiten der Sprache darstellen, die das kulturelle Potenzial der entsprechenden Sprachgemeinschaft akkumulieren. Vergleichen Sie dazu den typischen Hinweis darauf, dass sich in der Idiomatik Geist und Eigenständigkeit der Nation manifestieren. Eine a priori Charakterisierung der Phraseologie als Spiegel der nationalen Kultur erweist sich bei näherer Betrachtung als äußerst fraglich. Dagegen können sowohl intuitive als auch theoretische Bedenken erhoben werden. Nicht ganz klar bleibt auch, was mit Postulaten dieser Art gemeint ist. Dass die Idiome typischerweise national-kulturell eigenständig sind und folglich keine Äquivalente in anderen Sprachen aufweisen, oder dass sie in ihrer Semantik mit der betreffenden Kultur korrelieren. Es scheint also zweckmäßig, zwei prinzipiell unterschiedliche Interpretationen der Kategorie Kultur in der Sprache und dementsprechend in der Phraseologie zu postulieren. Es handelt sich einerseits um kulturspezifische und andererseits um kulturrelevante Phänomene. Offensichtlich sind die entsprechenden Begriffe nicht identisch. Ohne eindeutige Klärung dieser Begriffe ist jede Diskussion über kulturelle Besonderheiten der Phraseologie gegenstandslos. Wie können aber die kulturbezogenen Phänomene in der Phraseologie operationell ermittelt und ernsthaft untersucht werden? Hier zeichnen sich drei mögliche Wege ab: so kontrastiv, introspektiv und kultursemiotisch. Dabei zielen die ersten zwei auf die Ermittlung der kulturellen Spezifik ab, während mithilfe der kultursemiotischen Herangehensweise die kulturelle Relevanz der betreffenden Erscheinungen ermittelt werden kann. Im ersten Fall kann die kulturelle Spezifik einer Erscheinung der betreffenden Sprache in Bezug auf eine andere Sprache bestimmt werden. Folglich kann diese Forschungsheuristik als kontrastives Herangehen bezeichnet werden. Das heißt, ich frage mich, was ist in meiner Sprache anders als in einer ganz bestimmten anderen Sprache und ob das kulturell bedingt ist. Im zweiten Fall handelt es sich um die Einschätzung der kulturellen Markiertheit bestimmter Spracheinheiten durch die Muttersprachler ohne Hinwendung zu anderen Sprachen. Ein solches Herangehen kann als introspektiv bezeichnet werden. Sprachliche Einheiten, die aufgrund des kontrastiven Herangehens als spezifisch eingestuft werden, brauchen natürlich nicht übereinzustimmen mit den Erscheinungen, die aufgrund der introspektiven Herangehensweise ermittelt werden. Was aus der Perspektive einer anderen Sprache und Kultur, das heißt vom äußeren Standpunkt aus, als spezifisch empfunden wird, kann aus der eigenen Perspektive, das heißt vom inneren Standpunkt aus, als völlig trivial erscheinen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Fälle gibt, in denen man gleichzeitig von äußerer und innerer Spezifik sprechen könnte.
zum Kultursemiotischen herangehen. Was ist das überhaupt? Also im Falle der kultursemiotischen Herangehensweise handelt es sich um die Herstellung relevanter Beziehungen einer sprachlichen Einheit, das heißt in unserem Fall eines Phrasems, eines Idioms, zu Elementen anderer kultureller Bereiche. Und eben diese Herangehensweise bezeichne ich als kultursemiotisch. Das heißt, mit anderen Worten, aus kultursemiotischer Sicht sind all diejenigen sprachlichen Fakten relevant, die nachweisbare Bezüge zu anderen semiotischen Systemen aufweisen. Als theoretischer Rahmen dienen dabei die Ideen der Kultursemiotik der Moskau-Tartu-Schule. Hier sei auf die bekannten Arbeiten von Juri Michalowitsch Lotman, Boris Andreevich Uspenski, Vyacheslav Seelovich Ivanov und andere hingewiesen, um nur einige wenige zu nennen. Die Kultursemiotik dieser Prägung liefert einen brauchbaren Begriffsapparat, der es ermöglicht, Phänomene verschiedener semiotischer Systeme, das heißt Mythologie, Religion, Literatur, Musik, Film, traditionelle Riten, aber auch der sozialisierten Verhaltensweisen, in einheitlicher und vergleichbarer Terminologie zu beschreiben. Eines der Wesensmerkmale dieser Richtung ist die Interdisziplinarität, das systemübergreifende Herangehen an semiotische Phänomene. Verschiedene semiotische Systeme sind als Komponenten eines umfassenden Ganzen funktional miteinander verbunden, im Sinne des Vinculum Funktionale von Ernst Cassirer, also in Gegenüberstellung zum Vinculum Substantionale. Vergleichen Sie die folgende Definition des Kulturbegriffs von Lotman und seinen Kollegen. Vom semiotischen Standpunkt aus kann die Kultur als eine Hierarchie spezieller semiotischer Systeme betrachtet werden, als Summe von Texten und einer mit ihnen korrelierten Anzahl von Funktionen, beziehungsweise als ein bestimmter Mechanismus, der diese Texte hervorbringt. Die Kultur wird dabei als Text in spezifisch semiotischem Sinn aufgefasst. Dieser Text ist sehr kompliziert organisiert, als eine Hierarchie von Texten, die ihrerseits aus Texten bestehen. Unter Kultur wird also das Gesamtsystem ihrer Texte, zugleich die Gesamtheit der Funktionen dieser Texte verstanden. Kultur bildet als Gesamtheit aller nicht vererbten Informationen sowie deren Verarbeitungsmechanismen das allgemeine Gedächtnis der Menschheit. Sie ist, ebenso wie die Welt, ein Metatext, der sich aus Zeichen verschiedener interagierender Zeichensysteme zusammensetzt. Die natürliche Sprache spielt im Gefüge aller semiotischen Systeme, die die Kultur ausmachen, eine zentrale Rolle. Schon deshalb, weil die semiotischen Systeme ihrem Wesen nach ineinander übersetzbar sind. Dieser Gedanke ist an sich nicht neu und kommt nicht von Lotman. Darauf hat bereits Jelmslev in seinen Prolegomena hingewiesen. Die natürliche Sprache bildet dabei den primären Code, weil sie das universelle semiotische Mittel darstellt, das die Übersetzung von einem Text in den anderen gewährleistet. Und Jelmslev schreibt in einem anderen Werk dazu: Language is a sign system into which all the other sign systems can be translated. Damit ist verständlicherweise nicht gemeint, dass man zum Beispiel ein Werk der bildenden Kunst, Musik, Theater, Kunst, Animation und so weiter erzählen kann, ohne dass dabei wesentliche inhaltliche und ästhetische Verluste auftreten würden.
Gemeint ist damit nur, dass man über jedes Werk sprechen oder schreiben kann, sowohl über seine konzeptionellen als auch über seine ästhetischen Aspekte. Dass jede Übersetzung, auch die intralinguale und interlinguale im Sinne von Roman Jakobson, bestimmte Informationsverluste voraussetzt, ist selbstverständlich. Es stellt sich die Frage, wie diese Idee in der Kultursemiotik für die Untersuchung der Phraseologie eingesetzt werden können. Es gilt herauszufinden, welche Phraseme nachweisbare Bezüge zu anderen Codes der Kultur aufweisen und wie diese Bezüge in jedem Fall konkret aussehen. Dabei spielt die sogenannte national-kulturelle Komponente überhaupt keine Rolle. Das heißt, aus kultursemiotischer Sicht werden eher Idiome wie Deutsch ein rotes Tuch für jemand sein oder Russisch действует как красная тряпка на быка als kulturrelevant eingestuft und nicht Phraseme, in denen zum Beispiel Realienwörter vorkommen, wie, was weiß ich, im Russischen ехать в Тулу со своим самоваром, mit seinem eigenen Samovar nach Tula fahren, oder das englische Quasi-Äquivalent dieses Idioms to carry coals to Newcastle. Die Erklärung dafür liegt auf der Hand. Dieses Idiom weist eindeutige Korrelationen mit einem anderen semiotischen Code, und zwar mit dem Zeichensystem des Stierkampfes auf. Die lexikalisierte Bedeutung des Idioms ist semantisch motiviert und wird als solche empfunden, weil ihre zentralen Elemente jemanden provozieren, Wut auslösen und verstärken, mit den korrespondierenden Elementen des Ausgangsframes Stierkampf in Verbindung gebracht werden. Dieser Frame ist ein kulturrelevantes Zeichensystem, also ein Text im Sinne von Lotman. Ein rotes Tuch ist in diesem System eine semiotisierte Entität, ein sinntragendes Element, also praktisch ein Element des Alphabets, ein Teil des betreffenden kulturellen Textes und nicht einfach irgendein Stück Stoff in roter Farbe. Die motivierende Grundlage ist also in diesem Fall ein semiotisches System, anders als Sprache, das aber im Sinne der Kultursemiotik als Text aufgefasst wird und aus dem in die natürliche Sprache übersetzt werden kann. Es handelt sich also um eine Art Intertextualität im spezifischen kultursemiotischen Sinne. Es finden sich ferner viele Beispiele, in denen auch die traditionell verstandene Intertextualität als motivierende Grundlage fungiert. Dazu ein Beispiel. Gegen oder mit Windmühlen kämpfen weist eindeutig Bezüge zu Cervantes' berühmtem Roman Don Quixote auf und wird mit ihm zumindest durch relativ gebildete Sprecher in Verbindung gebracht. Der zugrunde liegende kulturelle Bereich ist also in diesem Fall Literatur. Man könnte fragen, was die kultursemiotische Herangehensweise für die linguistische Beschreibung der Phraseologie bringt. Ist es überhaupt linguistisch relevant, sich zu fragen, welche kulturellen Bereiche die Idiombedeutung motivieren bzw. etymologisch bedingen? Die linguistische Relevanz der kultursemiotischen Betrachtung der Phraseologie besteht vor allem darin, dass die betreffenden Korrespondenzen als Komponenten des Inhaltsplanes des Idioms in seiner semantischen Beschreibung fixiert werden müssen. Das heißt, dieses Idiom sollte ungefähr so definiert werden. Also gegen Windmühlen kämpfen bedeutet einen sinnlosen, von vornherein aussichtslosen Kampf führen gegen eingebildete Gegner, als wäre das Agens Don Quixote, der die Realität inadäquat wahrnimmt und in Windmühlen Gegner sieht, die er
gegen die er kämpfen muss. Also es ist ein assoziativer Teil des Inhaltsplanes und ist auch ein Potenzial für den schöpferischen Sprachgebrauch und für den kreativen Sprachgebrauch. Und wird also, selbst wenn das in konkreten Texten nicht realisiert wird, dieser unmittelbare Bezug zu Don Quixote, wird es mitgedacht. Die linguistische Relevanz der Phrasembezüge zu anderen Kulturbereichen, darunter zu Werken der Weltliteratur, wird auch beim kontrastiven Vergleich ähnlicher Idiome verschiedener Sprachen evident. Dazu ein Beispiel. Also Deutsch schwarz auf weiß und Russisch чёрным по белому ist also wörtlich das Gleiche und bedeutet quasi das Gleiche, aber nicht ganz das Gleiche. Die lexikalisierten Bedeutungen weisen leichte Divergenz auf. Im russischen Idiom bildet die semantische Komponente gedruckt eine Präsupposition. Im deutschen Idiom ist der Charakter des Offiziellen ein Teil der Assertion, ein zusätzlicher Fokus in der semantischen Struktur, während er im russischen Idiom eher eine mögliche, nicht obligatorische semantische Konsequenz darstellt. Zur Assertion des russischen Idioms gehören vielmehr die semantischen Komponenten Klarheit und Deutlichkeit. Und darum ist es ganz normal, im Deutschen zu sagen, ich will das schwarz auf weiß haben. Während das russische Äquivalent dieses Satzes agrammatisch wäre, man kann auf Russisch nicht sagen, sowas wie «Дайте мне это чёрным по белому» oder «Я хочу это иметь чёрным по белому». Für das Russische sind eher Äußerungen typisch wie «Здесь же написано чёрным по белому», das heißt, das steht hier doch schwarz auf weiß. Warum? Also diese semantischen und kombinatorischen Unterschiede resultieren möglicherweise daraus, dass das deutsche Idiom wichtige intertextuelle Bezüge aufweist. Und zwar hat dieses Idiom eindeutige Bezüge zum folgenden Faust-Zitat. Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Und selbst wenn nicht jeder Sprecher weiß, was im Faust steht und nicht einmal weiß, was Faust ist, weiß das Idiom das besser, das ist eben das etymologische Gedächtnis. Also die Sprache weiß oft über sich selbst viel mehr als die Sprecher. Aus diesen Beispielen wird ersichtlich, dass die Kultursemiotik sich weder für die jeweiligen Volkstraditionen noch für Idiosynkrasien konkreter Sprachen interessiert, sondern für jegliche Interaktionen kultureller Zeichensysteme. Und jetzt noch einiges zu Symbolen. Eine wichtige Bedeutung kommt innerhalb verschiedener kultureller Codes den Symbolen zu. Sie können als saliente Elemente kultureller Zeichensysteme betrachtet werden. Das heißt, Symbole nehmen innerhalb der kulturell bedeutsamen Zeichensysteme, seien es Märchen, Mythen, Riten, Volksglaube, bildende Kunst, Literatur und vieles mehr, eine zentrale Stelle ein. Der Symbolbegriff wurde in verschiedenen theoretischen Paradigmen sehr unterschiedlich definiert. Also Symbol bei Peirce ist was vollkommen anderes als Symbol bei Saussure und bei Cassirer und so weiter. Darauf gehe ich heute nicht ein. Es reicht der Hinweis, dass in der Moskau-Tartu-Schule grundsätzlich der Symbolbegriff von Ferdinando Saussure favorisiert wird. Für Saussure ist das Symbol ein motiviertes, das heißt kein völlig arbiträres Zeichen, bei dem ein Rest der natürlichen Verbindung erhalten bleibt. Saussure setzt folglich das Symbol im Unterschied zum Zeichen
er setzt für das Symbol eine Ähnlichkeitsbeziehung voraus, besonders eine Ähnlichkeitsbeziehung ikonischer Art. Sein bekanntes Beispiel erläutert, weshalb zwar Waage, nicht aber Wagen als Symbol der Gerechtigkeit sein kann. Also eben la balance als Symbol de la justice ist denkbar, ist motiviert nachvollziehbar, obwohl nicht prädiktabel. Aber sowas wie ein Char wäre hier undenkbar gewesen. An diesem Beispiel kann man erkennen, dass das Symbol zwar nicht prädiktabel und in diesem Sinne doch arbiträr, aber motiviert ist. Das Phänomen Symbol ist mehrfach Gegenstand der Forschung der Moskauer Tartu-Schule gewesen. Zum Beispiel stellt Boris Andreevich Uspensky die Frage, welche Entitäten als Zeichen und als Symbole empfunden werden und aus welchem Grund, weshalb wiederum andere Dinge nicht zum Zeichen erhoben werden. Als Beispiel führt er an, dass im europäischen Kulturkreis bestimmte Wolkenkonfigurationen am Himmel nicht als Zeichen empfunden werden, wohl aber in anderen Kulturen. Dass andererseits der Donner stets als Zeichen, als Signal der göttlichen Mächte, als Symbol interpretiert wurde. Lotman bezeichnet das Symbol als Kondensator aller semiotischen Prinzipien, das Zeichengrenzen überschreitet. Es hat eine verbindende Funktion zwischen verschiedenen Bereichen der Semiosis sowie zwischen Semiosis und außersemiotischer Realität. Symbole begegnen auch häufig innerhalb der Phraseologie. Dabei handelt es sich nicht nur um traditionelle, kulturell tief verankerte Symbole wie Brot, Kreuz oder Schlange, sondern auch um semiotisierte Gesten. Dazu ein Beispiel, also eigentlich habe ich da viel mehr über das russische Äquivalent «Polozha ruku na serce» gearbeitet, aber hier so eine Hand aufs Herz ist eigentlich so gut wie das Gleiche und kann tentativ so definiert werden. Also Hand aufs Herz etwas sagen, das heißt ehrlich, selbst wenn das dem Sprechenden nicht leicht fällt, was als eine symbolische, semiotisierte Geste beschrieben wird, die das Herz als Symbol der Aufrichtigkeit mit dem Gesagten verbindet und dadurch als Garantie der Aufrichtigkeit des Gesagten dient. Es ist eigentlich diese quasi symbolische Funktion des Herzens ist in guten, in linguistisch guten Definitionen dieses Begriffs und dieses Wortes als Potenzial bereits enthalten. So definiert Anna Verspitzka in einer der bekannten Arbeiten Hart folgendermaßen. Und der letzte Teil dieser Definition ist, enthält eigentlich das Potenzial für symbolische Interpretationen. Also, because of this part, a person can feel good things and bad things. Because of this part, a person can feel good things towards other people. Es hängt natürlich überhaupt nicht zusammen mit dem körperlichen Herzen, mit der Pumpe. Es sind semiotische Zuschreibungen. Denn anatomisch ist das Herz kein Zentrum der guten oder schlechten Gefühle. Das Herz ist eben eine Pumpe. Aber die semiotisierte Welt spielt in die reale hinein und die Begriffe setzen sich zusammen nicht nur aus dem Objektiven, sondern auch aus dem Semiotisierten, was eigentlich auch schon eine Objektivität bekommt, durch die Kultur, weil das eben durch die Kultur verankert ist, konventionalisiert wird. Zum Schluss möchte ich
wieder kurz auf die eingangs erwähnte Opposition kulturspezifischer und kulturrelevanter Phänomene zu sprechen kommen. Ich habe betont, dass sprachliche Erscheinungen, die kontrastiv oder introspektiv als kulturspezifisch empfunden werden, mit kultursemiotisch relevanten Phänomenen sehr oft nicht übereinstimmen. Es fragt sich nun, ob es doch nicht möglich ist, dass ein Phrasem sowohl kulturspezifische Elemente enthält, als auch kultursemiotische Bezüge aufweist. Solche Fälle sind zwar eher selten, aber sie gibt es doch. Dazu ein Beispiel. Das russische Idiom «сидеть» oder «остаться у разбитого корыта», wörtlich am gebosten Trog sitzen oder bleiben, mit seinen Varianten wie «вернуться к разбитому корыту», wörtlich zum gebosten Trog zurückkehren, geht auf Puschkins Märchen vom Fischer und dem Fischlein zurück, das jedem russischen Muttersprachler bekannt ist. Das Sujet dieses Märchens weist viele Parallelen mit dem deutschen Märchen von dem Fischer und seiner Frau, von den Brüdern Grimm, auf. Trotz der Ähnlichkeit der Sujets sind die im betreffenden russischen Idiom fixierten Vorstellungen aus der deutschen Perspektive kulturspezifisch. Die innere Form des Idioms fußt auf der Vorstellung von einem geborstenen Trog, der in dem Märchen von Puschkin die gleiche quasi symbolische Funktion hat wie der alte Pott in der Grimmschen Version dieses Märchensujets. Das Grimmsche Märchen beginnt mit den Worten: Es war einmal ein Fischer und seine Frau, die wohnten zusammen in einem alten Pott dicht an der See, und der Fischer ging alle Tage hin und angelte, und er angelte und angelte. Und endet mit dem Hinweis des Buttes: Geh nun hin, sie sitzt schon wieder in dem alten Pott. Und den darauf folgenden Satz: Und da sitzen sie noch bis heute und auf diesen Tag. Im russischen Märchen fängt der Alte das goldene Fischlein, das mit menschlicher Stimme spricht und ihm ein Lösegeld anbietet. Der Alte lässt das Fischlein frei mit den Worten: Gott sei mit dir, du goldenes Fischlein, deines Lösegelds nimmer bedarf ich. Das ist natürlich in der deutschen Übersetzung. Geht heim und wird von der Alten gescholten. Ach du Erzner, du alberner Tölpel, warum hast du kein Lösegeld genommen? Einen Trog hättest du sollen verlangen, der unsere längst schon geborsten. Oder in einer anderen Übersetzung sagt die Alte: O du alberner Tropf, du Einfallspinsel, zu dumm Lösegeld zu nehmen vom Fischlein. Hättest du mindestens verlangt einen Waschtrog, siehst ja, durch und durch geplatzt ist der unsere. Am Ende des Märchens schließt sich der Kreis und der geborstene Trog kehrt als Symbol der vertanen Chance zurück, gleichzeitig auch als Symbol der gerechten Rache des Schicksals an habgierigen und dummen Menschen. Dass nicht nur die böse, aggressive und dumme Alte bestraft wird, sondern auch ihr Mann ist auch gerecht. Er war zu passiv und konfliktscheu. Er hat alles gemacht, was seine Frau verlangt hat, obwohl das gegen sein Gewissen war. Und damit trägt er auch mit die Schuld und muss mit bestraft werden. Und all diese Assoziationen sind implizite Komponenten des Inhaltsplans des russischen Idioms «Остаться у разбитого корыта». Es ist nicht einfach leer ausgehen, nichts haben, es ist alles drin. Auch die gerechte Rache, die Rache des Gottes. Was seine Form, also was die Form des Idioms betrifft, so ist sie eindeutig auf den letzten Satz des Märchens zurückzuführen. Lange harrte der Alte auf Antwort, doch vergebens, da ging er zur Alten. Sie, vor ihm hockt die Erdhütte wieder, auf der Schwelle sitzt seine Alte und vor ihr liegt der Trog der Geborstene. Und das ist eigentlich diese letzte Zeile, hat dem Idiom das Leben gegeben. Und hier haben wir einen Fall, wo wir in einem Idiom sowohl die Kulturrelevanz, die kultursemiotische Relevanz haben, denn
Das Idiom weist eindeutige Bezüge zu einem Text und dieser Text ist ein fester Bestandteil der russischen Kultur. Und andererseits ist dieses Idiom auch kulturspezifisch, denn in keiner anderen Sprache gibt es eben diesen geborstenen Druck. Ein paar Schlussfolgerungen. Der vorliegende Beitrag denkt nicht alle möglichen Bereiche ab, in denen Postulate der Kultursemiotik für die Interpretation der Idiomsemantik von Bedeutung sein können. Trotzdem erlaubt die durchgeführte Analyse einige Schlussfolgerungen zu ziehen. Die relevanten Bezüge bestimmter Idiome zu anderen semiotischen Systemen, das heißt zu kulturellen Codes wie Literatur, Kunst, Mythologie, Folklore, ritualisierten Handlungen, bilden einen Teil des Inhaltsplanes dieser Idiome und müssen folglich in ihren Bedeutungsexplikationen festgehalten werden. Die kultursemiotische Perspektive brachte es mit sich, die Grenzen der Sprachwissenschaft zu überschreiten und Sprache in ihren kulturellen Kontexten als Teil der menschlichen Kultur zu betrachten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Wir sind gut in der Zeit. Fragen, Wortmeldungen, bitte sehr. Professor. I have problems and I must say even I'm afraid of those sweeping, very nice sounding, but very wide terms like culture and cultural specifics or cultural semiotics. I don't really know where these start and where they end, how they are defined, because some examples just don't help me. Presumably from what you said is there are several of these for probably geographically distributed for several or major parts of the world, but let me go down to phraseology. Your example, black and white, is probably found not only in all of the European countries, but I think it could go around the world and find it elsewhere, because I have not seen or I have not heard of a black paper being written off by something white. It's usually the color of the paper which is decisive, and that is always 100% white, as far as I know. So my question, because this is such an old prototype and image, if you like, it's probably general. And my question is, of course, where does it belong in your sort of expose? Which sort of system does it belong to? Is it worldwide? Is there something like a worldwide semiotic system, or is it pan-European, or how would you just classify it? I don't think this is the only example, of course. There are very many things which do fall outside of this, even though the culture itself and cultural semiotics is dangerously vaguely defined. I think some of these might more or less be guessed to be at the center. What I'm talking about is just something out of it. Yeah. Quite right. Yeah, it is. Therefore, it's necessary to distinguish between cultural specifics and the cultural semiotic view, because of course the cultural semiotic of Lotman and his colleagues, which I presented today, is not a strict science. It is rather a cultural science. And the idea is that you are absolutely right. If you try to find out what is specific, it is another question. And I'm not so sure that we need it really. Because just to find it out, we need to investigate all the languages of the world and compare them. And find out what's specific about this very language. And
the idea of cultural semiotics is not the same. They say we are not interested in specifics. It's just the same. Do you have it in another language or not? The question is, are there in phraseology or in language as a whole, are there any implicit relationships, any implicit correlations to other semiotic systems? And I mean, I also ask myself, do we need it as linguists? Is it our task to find it out? I think yes and no. Yes, because in some cases, these correlations can help you to describe the semantics and pragmatics of the idiom in question in a better way, but not always. In other cases, it's just, yeah, it's more for culture. It's interesting to know something about it. And as I know, people just want to know such facts, and people who are reading dictionaries, if there are any, they are very often interested in comments, just in correlations to other texts, to special semiotic systems, to myths, and. So I understand your question quite well, and it's also my question. So I mean, I'm not working in terms of cultural semiotic. It was much more my attempt to do something cultural for Maribor as a cultural capital of Europe. But I consider myself to be rather a corpus-based lexicographer. And I see, as a corpus-based lexicographer, I see certain differences in usage of idioms of which we believed that they are equivalent. For example, Chornom po Bielomu and Schwarz auf Weiß. And now, working at a bilingual phraseological dictionary, bilingual corpus-based idiom dictionary, German-Russian, I have to find it out and I have to fix it, that they look very similar, but they actually are never used in the same way. And just my hypothesis, maybe because in German, the Goethe text from Faust somehow influenced the usage. If not, it's just a hypothesis of cultural semiotics, and cultural semiotics consists of hypotheses and not of facts. Dankeschön. Wir haben hier wahrscheinlich noch eine Frage. Ja. Hier vorne, bitte sehr. Ah, Entschuldigung. Frau Professor. Gut, danke, ich mache es kurz. Mich interessiert der Begriff des Symbols als im Verhältnis zu Konzepten und Bedeutung. Und ich habe mich gefragt und frage nun dich weiter, ob du dir schon mal überlegt hast, wie eine vollständige Klassifikation und Kategorisierung dessen aussehen würde, was es neben dem Symbol noch gibt und sich in der Sprache durch Festigkeit ausdrückt. Wie würde man das quasi benennen? Danke. Ja, sicher. Das ist vollkommen richtig. Es gibt natürlich, also sehr viele Idiome sind metaphorisch. Da gibt es auch mehrere, die nicht metaphorisch sind, sondern eher symbolisch. Also sowas wie, weiß ich gerade,
sein Kreuz tragen oder sowas, wo da eben das Symbol eine Rolle spielt, oder sein Brot verdienen. Es ist hier klar, es ist nicht als ob, sondern nicht im als ob Modus. Es ist nur, weil man weiß, was Brot symbolisiert, also Lebensunterhalt. Und es gibt auch was anderes. Ja, also zum Beispiel, wenn man da auf Deutsch sagt, das ist nicht mein Bier. Also Bier ist eigentlich kein Symbol, denn es ist, ja, es ist aber auch keine Metapher. Es ist, da hast du vollkommen recht, es gibt in der Phraseologie und nicht nur überhaupt in der figurativen Sprache noch etwas, was wir noch nicht herausgefunden und beschrieben haben. Ich auch noch nicht. Dankeschön. Und noch eine letzte Frage, bitte sehr. Dimitri, if do I understand you correctly that if a community is monocultural but multilingual, and if it's multilingual but monocultural and the other way around, that you cannot predict anything about the particular expressions that are likely to appear that have cultural relevance? Exactly. Exactly, and therefore I'm not interested at all in culture-specific national idioms. And cultural semiotics denies it. What is interesting are the relationships with other semiotic systems, not the contrast to other languages and other cultures. Würdest du bestätigen, dass man in der Literaturwissenschaft, also ich habe kultursemiotische Ansätze für Literaturanalyse verwendet, genau diesen Ansatz braucht, um im Grunde genommen Literatur als eine Fachsprache besser analysieren zu können? Würdest du das bestätigen? Ja, unbedingt, unbedingt. Danke. So, danke schön. Noch eine Wortmeldung haben wir hier. Ja, du hattest am Anfang eine Folie gezeigt mit drei Punkten. Also da stand dann zunächst kontrastiv, dann introspektiv und dann kultursemiotisch. Zu dem mittleren hast du eigentlich gar nichts gesagt. Wenn nun die Kultursemiotik also irgendwie ein empirisches Korrelat hat, dann muss es sich ja irgendwie auch in den Köpfen der Sprecher dann widerspiegeln. Ja? Und meine Frage ist nun, inwieweit ist das in deinem Konzept mit ausgearbeitet und wie ist es empirisch basiert? Und wie kann man es empirisch basieren? Also mit welchen Verfahren? Da gibt es ja ganz bestimmte Ideen. Nicht? Denn das ist nun gerade also ein Punkt, den wir mit berücksichtigen müssen, denn sonst spielt sich das also alles irgendwie in irgendwelchen Köpfen vielleicht, also von solchen Leuten ab, wie du es bist, die nun darüber arbeiten. Und dennoch eine Kleinigkeit, also in dem pommerschen, niederdeutsch-pommerschen Original des Märchens von den Fischer und Sinefru, da heißt es, dass sie im Schluss in einem Pisspott sitzen. Ja? Also nicht nur in einem Pott, ja, sondern in einem Pisspott. Und das macht schon einen kleinen semantischen Unterschied. Schön, ja. Das ist auch eine sehr richtige und berechtigte Frage. Also wie kann man das operationalisieren? Kontrastiv schon, indem ich einfach zwei Sprachen miteinander vergleiche. Ich finde alles heraus, was ich in der einen Sprache habe und in der anderen nicht. Und ich frage das, was ich nur in dieser Sprache habe, ist es kulturspezifisch irgendwie bedingt durch die traditionelle Kultur oder nicht? Oder einfach per Zufall entstanden? Introspektiv, das ist ja besonders schwammig, aber man kann da Leute umfragen. Und da ist übrigens, da gibt es schon auch schon relativ objektive Mittel, sie zu ermitteln. Zum Beispiel, wenn man beim linguistischen Monitoring, wenn die Leute immer sagen, wie man im Volksmund sagt oder so, und wenn sie bestimmte Ausdrücke im Munde eines Nichtmuttersprachlers als vollkommen deplatziert empfinden, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass sie es als kulturspezifisch betrachten. Und auch in guten Wörterbüchern, da gibt es auch Vermerke, also im Englischen zum Beispiel sowas wie in englischsprachigen so
Volkpoet, also oder im russischen Narodne Poetichesti im Sinne so volkstümlich dichterisch, also da, es gibt da schon natürlich etwas, aber ziemlich kompliziert herauszufinden. Was die Kultursemiotik betrifft, da gibt es überhaupt keine Empirie, denn Kultursemiotik ist überhaupt keine empirische Wissenschaft. Das haben auch die Anhänger der Kultursemiotik immer wieder behauptet. Sie wollen keine Empirie. Das ist vielmehr eine Art Philosophie über die Konstituierung der menschlichen Kultur, über das Wesen der Kultur im semiotischen Sinne. Das heißt, was wir Kultur nennen, was wir als Kultur betrachten oder als Kultur empfinden, was ist das eigentlich? Das sind im Grunde genommen Zeichensysteme. Dort, wo wir keine Zeichen haben, gibt es auch keine Kultur. Wenn das Zeichen sind, sind sie beschreibbar, zumindest mit Hilfe der natürlichen Sprache. Wenn sie beschreibbar sind, müssen sie auch ineinander übersetzbar sein. Und da, zum Beispiel die Kultursemiotiker arbeiten sehr oft und sehr viel über Verfilmungen, denn Verfilmung eines Romans ist eine Übersetzung aus einem semiotischen System in ein anderes. Und da gibt es Theorien darüber, wie man das macht, wie man zum Beispiel die Erzählperspektive im Film zeigen kann, wie man chronotopische Dinge rüberbringen kann. Und umgekehrt, wenn man nach einem Film einen Text macht, wie macht man das? Also das sind so Fragestellungen, die diese Wissenschaftler interessieren, die natürlich weit entfernt sind von der eigentlich linguistischen Fragestellung. Darum können wir nur in kleinen Ausschnitten von der Kultursemiotik profitieren. Aber es ist immer gut zu wissen, was die Kultursemiotik macht. Es ist auf jeden Fall besser zu wissen, als nicht zu wissen.